Voll geil, ich kann das bauen. Cool. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ohne Scheiß. Das fiel mir jetzt gerade so ein. Ich denke mir so ein Tunnel. Warte mal, kannst du nicht auch Autobahntunnel bauen? Korrekt, ich kann Autobahntunnel setzen. Cool, das heißt, ich brauche die nicht über Straße zu setzen. Ich kann die schon im Untergrund bauen. Geil. Cool, haha. Ja, nice. Das heißt, ist eigentlich die Idee, ne? Viel Verkehr abzuleiten, indem wir einfach eine Autobahn setzen. Alter, was ist hier los? What the fuck, was ist denn hier los? Holy shit. Nee, das geht gar nicht. Wir müssen was am Verkehr verändern. Das geht hier gar nicht. Moment mal, wir machen das mal gerade anders. Jetzt wird schon einfach mal Verkehr weg. Wir schon das hier mal gerade. Wieso öffnet sich direkt der Verkehr? Hä? Hallo? Warum öffnet sich direkt der Verkehr? Wollt ihr mich verarschen? Aha. Kann nicht sein hier. Genau. Wir machen das nämlich jetzt so. Der Verkehr staut sich ja hier schon. Bis zum Abwinken. Jetzt fahren die alle darüber, ne? Scheiße. Alter, guck dir den Verkehr mal an. Das ist heftig. Guck dir das mal an, was hier an Verkehr fließt, ey. Das ist der Shit. Moment. Damit die Gebäude da jetzt nicht verschwinden. Damit die Gebäude ja nicht verschwinden, das muss ja nicht sein. Machen wir das mal gerade eben so. Weil hier drüber läuft mir zu viel Verkehr, ganz ehrlich. Also hier läuft mir viel zu viel Verkehr drüber, über diese kleinen Straßen. Das muss nicht sein. Nee, das ist mir zu blöde. Das ist mir echt zu blöde, dass da so viel Verkehr drüber läuft. Moment mal, die wollen doch alle von hier nach da, ne? Die wollen ja alle den Rewind benutzen, dass die alle hier rüberfahren können, dass die über den Kreisverkehr wieder rauskommen. Das ist doch deren Hauptziel hier, oder? Guck mal. Das ist ein Knotenpunkt hier. Das ist ein dicker Knotenpunkt in der Stadt. Die wollen alle hier drüber fahren. Das ist ganz schön scheiße, wisst ihr das? Das ist ganz schön scheiße. Dagegen müssen wir was tun. Außerdem wird es auch langsam hier zum Problem. Weil hier auch mittlerweile so viel, zu viel los ist einfach. Hm. Ich hab den Verkehr zu lange außer Acht gelassen. Und das kostet mich jetzt was. Nämlich viel. Scheiße. Das ist doof jetzt natürlich, ne? Es sei denn natürlich, ich mache das so, dass ich den ganzen Verkehr, der hier eintrifft, einfach durchfahren lasse. Dass wenn die auf die Autobahn wollen, alle hier rüberfahren müssen. Das könnte ich natürlich auch tun, ne? Was machen die jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Was machen die jetzt? Ich fahre die alle hier rüber. Warte mal. Was machen die jetzt? Wenn ich das da jetzt weggemacht habe. Jetzt müssen die alle notgedrungen hier rüberfahren. Guck mal, wie der ganze Fluss hier rausfährt. Alter, guck mal, der ist in die gegensätzliche Richtung gefahren. Ach, guck mal, lol. Moment. Oh. Ja. War das so geplant von mir? Moment. Ich sehe das gerade. Moment. War es nämlich nicht, sehe ich gerade. Das ist doof. Aber egal, scheiß drauf, dann ist es halt hier nur halt so. Ist da auch nicht so tragisch, oder? Weil es doch schon doof ist. Moment mal gerade, es ist doch schon scheiße. Moment mal.
Ah, geht doch. Das gerade gesehen, der eine? Der war cool. Ich will auch in die andere Richtung. Ziemlich geil. So, wir müssen aber das hier noch ändern. Genau, dass es nämlich auch noch in die Richtung hier geht. Zack. Das sieht doch gut aus. Sieht besser aus auf jeden Fall. Jetzt machen wir ja auch noch weg, damit die hier durchfahren können. Und ich glaube, das Problem hat sich aufgelöst. Guck mal. Jetzt ist hier der Knotenpunkt. Ah! Okay, oder wir müssen es einfach so machen. Ich muss einfach von hier aus eine Straße setzen. Die dann einfach nach da führt. Moment, warte. Es ist jetzt alles nochmal gerade, weil das jetzt hier, weil hier so viel los ist. Alter, die wollen alle hier in die Stadt. Ist doch verrückt. Lass mal an. Alter, der Kreisverkehr ist dicht. Alter, der Kreisverkehr ist dicht. Guck dir das mal an. Holy fucking shit. Alter, der verdammte Kreisverkehr ist dicht. Oh Gott! Oh mein Gott! Alter! Wurde das blutrot? Guck mal! Alter Schwede! Was geht denn hier ab? Alter, was geht denn hier ab? Ey, guck dir das mal an! Boah, das geht ja gar nicht! Ey, mal ohne Scheiß! Was hier los ist. Alter, krass. Ey, die stehen hier bis zum Abwinken, stehen die hier. What the fuck? Ey, das geht gar nicht. Ohne Scheiß, das geht überhaupt nicht, Mann. Ich glaube, ich muss die Untergrund-Autobahn bauen, sonst ist das hier echt ein Problem. Ich glaube, das ist echt ein Problem. Ohne Scheiß. Guck dir das mal an. Aber das geht doch gar nicht, ey. Oder ich baue hier eine Überlandautobahn hin. Könnte die an. Stimmt, die Anschlüsse könnte ich hier drüber bauen, ne? Ginge auch. Glaub, wir müssen das wirklich machen. Fuck. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Moment mal, wir machen mal gerade was. Und zwar, wie stört der Ort? Wir müssen gerade mal was Neues anbauen hier. Wir bauen mal gerade ganz kurz das Ding hier dicht. Mit den kleinen Straßen. Moment. So, nochmal gerade eben fix hier Gewerbegebiete bauen. Industriegebiet. Ja, sieht gut aus. Oh, hier geht's aber auch ab, ne? Guck mal. Dass hier ein bisschen was besser wird, müssen wir es mal gerade so machen. Da fängst du einmal damit an, Kreiswerke zu bauen, hast direkt ein Problem, ey. Das ist natürlich doof, ne? Alter. Boah, ist der Kreisverkehr dicht, alter Schwede, das kann nicht wahr sein, ist der dicht, ey. Holy fucking shit, ey. Holy damn shit. Ja, egal, ich muss meinen Plan jetzt durchführen, damit das hier mal weggeht jetzt gleich. Und zwar, wir bauen einen neuen Dingens hier hin und entleeren den, damit da die Leute wegkommen, wisst ihr? Wenn der nämlich leer ist, kann ich den versetzen, dann setze ich hier eine Autobahn drüber, über das Gebiet. Weil das geht gar nicht, das ist...
Das ist kein Zustand. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, wie die hier stehen alle. Die stehen durchweg im ganzen Kreisverkehr stehen die rum. Durchweg im ganzen Kreisverkehr stehen die. Moment, ich muss das mal gerade ganz kurz... Ich muss mal gerade irgendwas umleiten. Muss mal gerade hier echt... Muss das mal gerade wegsetzen, damit, damit sich das hier mal auflöst gerade. Das ganze Problem. Damit die alle mal gerade hier drüber fahren. Jetzt drehen die alle hier hinten und fahren hier wieder zurück. Alter Schwede, ich verschiebe das Problem immer weiter nach hinten. Krass. Warum steht ihr hier? Wieso fahrt ihr nicht? Das ist das, was ich absolut manchmal nicht verstehe, ne? Die Leute fahren einfach nicht. Boah, ist das krass, ey. Meine Fresse, ist das übel, ey. Guck dir die Scheiße mal an, wie rot das ist, ey. Boah, krasse Scheiße, ey. Das ist ja echt übel, ey. Komm mal, Ding mal hier leer. Da haben wir noch 1200. Ja, macht mal hin, da. Ihr habt 20 Leichenwagen Verwendung. 20 Stück zur Verfügung. Macht mal alle da hin hier. Kann aber nicht sein. 17 sind hier zur Verfügung. Muss ich mal beeilen, ey. Wie sollen hier eigentlich 8000 draufpassen? Erzähl mir das mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 Stück pro Kachel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also allein von den Quadraten hier, ne, von diesen kleinen Quadraten hier, dass ja ein Grab sein soll, würde ich behaupten, dass da gerade mal irgendwie um die 200 drauf passen. 300 vielleicht, wenn du Glück hast. Naja gut. Egal, ne, ist aus dem Internet runtergeladen, man muss die Logik von manchen Leuten halt nicht verstehen. Ist halt einfach so. Gut, aber guck mal krass, wie viel Verkehr schon hier drüber läuft, ne. Ich habe ja hier lediglich den Verkehr nur drüber geleitet. Aber wie viel da schon läuft. Na, guck mal hier. Langsam löst sich auf, ne? Es löst sich langsam auf, das Problem. Wir müssen mal... Vielleicht machen wir auch mal eine Ad-Priority rein. Dass einfach diese Leute hier Vorfahrt haben, die warten müssen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ist sowieso an sich in einem Kreisverkehr ja normal Standard. Dass man, wenn man einen Kreisverkehr hat, sowieso Vorfahrt hat. Und der Rest warten muss. Das ist ja, Standard eigentlich. Dann staut sich hier halt. Das ist halt das Problem in der ganzen Geschichte, ne? Aber auch nicht unbedingt mehr. Guck mal, ach, guck mal, jetzt geht. Ach, guck mal. Ach, guck mal, jetzt ist er weg. Guck mal, der Fluss ist endlich weg. Weil ich die Vorfahrtsregeln eingestellt habe. Lol, mein Problem ist weg. Guck mal. Moment. Ja, es ist weg. Guck mal, wie geil. Mein Vorfahrtsproblem hat sich gelöst, weil ich jetzt alles darüber geleitet habe, weil ich die Ad-Priority eingestellt habe. Ja, geil. Okay, ja, hier die Ausfahrt ist halt zu klein, ne? Vielleicht müssen wir die mal was länger machen. Moment mal. Mal einfach mal eine etwas längere Ausfahrt hier hin. Machen wir es so. Machen eine etwas längere Ausfahrt da rein. Vielleicht geht es da mit etwas besser. Oder auch nicht. Oder ich leite die direkt, die Ausfahrt. Wir machen es mal so. Pass mal auf, wie sähe das aus? Durch diese Ausfahrt. Moment. Mal was ausprobieren. Ah, es funktioniert nicht. Scheiße. Ah, fuck, geht nicht. Shit. Das geht nicht. Schade, ich dachte, vielleicht probiere ich es mal. Das geht leider nicht. Oder? Ich mache das vielleicht mal so.
Okay, jetzt habe ich das Problem aber hier so ein bisschen, ne? Jetzt habe ich hier so ein sanftes Problem. Leute, die von da kommen, ordnen sich hier in den Kreisverkehr ein. Die Leute natürlich alle von hier kommen jetzt. Ja, das Problem ist immer noch dasselbe, ne? Jetzt auf einmal ist das Verkehrsproblem auch wieder sehr, sehr stark auf einmal. Das hat sich eben besser gelöst, finde ich. Aber guck mal, ich verstehe das auch nicht, ne? Dass die ganzen Leute immer alle auf der rechten Seite fahren müssen, so. Ich verstehe das nicht. Warum fahren die jetzt auch manchmal nicht? Guck mal hier. Manchmal ist doch Platz. Da, warum fahren die da nicht durch? Jetzt zum Beispiel. Hier, das ist keiner. Warum sind die nicht gefahren gerade? Also, das ist, also was den Verkehr angeht. Ich finde, man kann den Verkehr in City Skylines nicht hundertprozentig lösen, weil der Verkehr scheiße programmiert ist. Der ist nicht gut programmiert, der Verkehr. Weil die NPCs nehmen immer den kürzesten Weg, den es überhaupt gibt. Warum nehmen die nicht den schnellsten Weg? Warum ist es nicht eingebaut worden, dass sie den schnellsten Weg nehmen? Sprich, wenn die merken, aha, hier ist zu viel los, ich fahre lieber anders, weil es da schneller geht. Wisst ihr, was ich meine? Was ist denn hier in der Mitte? Was soll es eigentlich sein für ein Monopol hier? Guck dir das mal an. Ohne Scheiß, das ist ja Knaller, ey. Nee, wirklich, also das haben sie wirklich leider vergeigt. Muss man leider den Leuten von City Skylines vorhalten, dass sie das ein bisschen kacke geregelt haben mit dem Verkehr. Ja, und ich muss das Problem immer noch lösen. Was ist mit meinem Dingens hier? 20. Entleert mal. So, jetzt aber. Na, also. Oder weißt du was? Wir reißen den einfach ab. Weg damit, damit wir jetzt hier die Autobahn drüber setzen können. Weil jetzt ist das Problem schon wieder weg. Guck dir das mal an, jetzt ist das Problem wieder weg. Aber vor allen Dingen, aber gut, hier sind halt auch noch ein paar Leute, ne? Das ist halt auch scheiße. Wo wollen die denn hin? Ich verfolge jetzt mal einen. Könnte auch, glaube ich, einen verfolgen. Da, folgen, pass mal auf. Wo will der hin? Mal gerade gucken, wo der hin will. Der will da drüber. Gucken uns den nächsten an. Wo will der hin? Oder lieber hier vorne. Nehmen wir den. Wo will der hin? Gucken wir mal. Wo will der hin? Der will zurück. Der will in die Richtung. Okay, der nächste. Ich möchte den haben. Wo will der hin? Wo willst du hin? Du willst... Hä? Achso, da. Der will in die Richtung. Also, sie wollen auf jeden Fall von hier nach da. Das ist schon mal klar. Die fahren hier nicht raus. Das ist das Problem. Was ist, wenn ich jetzt hier wieder die Verbindung setze? Was passiert dann? Ich bin mal gespannt, was ist jetzt, wenn ich hier das Ding wieder setze. Was passiert dann? Man hat Priority hier rein. Zack, zack. Das selber auch nochmal hier, wenn es geht. Ne, hier geht's nicht. Weil Traffic Lights da noch sind, deswegen. So. Wie sieht's jetzt aus, das Problem? Nicht sonderlich gut. Jetzt habe ich wieder das alte Problem. Leute, die von hier nach da wollen, fahren über den Kreisverkehr. Und von denen kommt die ganze Welle rüber. Die ganze Welle kommt darüber. Jetzt geht er da auch nicht, schade. Bringt das was, wenn ich das hier hin so hinsetze? Ist die Frage, ne?
Ist die Frage, ob es das jetzt gebracht hat gerade. Alter, was ist denn jetzt hier los? Da wollt ihr mich alle verarschen? Was ist denn hier gebacken? Moment mal. Kann sein, dass das hier... Aha, siehst du? Da lag es nämlich. So. Das war doch keine sechsspurige Straße hier. Das war noch eine dreispurige, die auf sechsspurig rausgegangen ist. Da lag es jetzt gerade. Ach, schau mal einer an jetzt. Das Problem auf einmal nämlich wieder weg. Das Problem kommt und geht, wie es will irgendwie. Das ist komisch. Das Problem kommt und geht echt. Das ist echt komisch. Ohne Scheiß. Jetzt das Hauptproblem hier vorne an den Kreuzungen. Jetzt das Hauptproblem hier auf einmal. Wobei, hier geht es eigentlich noch. Es ist ja noch im Rahmen, sage ich mal. Ist zwar rot, aber es ist noch im Rahmen, finde ich. Ich glaube, ich muss auch mal anfangen, langsam so ein bisschen was an Dingens zu setzen. An, sag schnell hier, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. City-Busse und sowas zu bauen. Ich glaube, das muss ich auch langsam mal anfangen. Das wäre nicht schlecht, wisst ihr? Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, ich würde aber sagen, wir beenden das Ganze für heute an dieser Stelle. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal Ende für heute. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr Tipps für mich habt, ruhig in die Kommentare. Ich weiß halt nicht, ob ich das vielleicht bis dann schon geregelt habe, da ich in einer Aufnahmesession war. Und jetzt denke ich mal, bis zu dem rauskommt dieser Folge schon wieder in einer neuen Aufnahmesession bin. Das heißt, es ist dann quasi fürs übernächste Mal. Ich lese mir auf jeden Fall immer die Tipps gerne durch. Wenn ihr welche Tipps für mich habt, rein in die Kommentare. Wenn ihr mir zum Beispiel mal erklären könnt, wie ich am besten das Problem hier an den Straßen löse. Vielleicht baue ich ein paar Busse einfach mal ein, weil das bringt es ja auch meistens, ne? Naja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu City Skylines. Macht's gut, bis dann. Ciao.